Hallo ihr Angelverrückten und herzlich willkommen zu einem neuen Videotagebuch. Wir haben Montag, den 7.9. Ich habe gerade meine 12 Stunden Nachtschicht hinter mich gebracht und bin von da aus mal kurz nach Hause gefahren, habe mich umgezogen, ein bisschen Proviant eingepackt und dann direkt ans Wasser gefahren. Ich habe mir gedacht, aller guten Dinge sind drei. Und zwar bin ich wieder an den kleinen Parksee gefahren, um meine dritte Nacht dort zu machen. Beim letzten Mal ist es ja super gelaufen. 11 Läufe und 10 Fische konnte ich fangen. Hätte ich nie mit gerechnet. Aber ich muss auch dabei sagen, letztes Mal waren die Wetterbedingungen etwas besser. Da hatten wir Hochdruckwetter 2 Tage vorher und ist auf Tiefdruckwetter umgeschlagen und es hat den Fischen anscheinend sehr viel Appetit bereitet. Jetzt ist es anders. Und zwar haben wir jetzt vor 2 Tagen noch Tiefdruckwetter gehabt. Das Wetter ist jetzt umgeschlagen, ist normalerweise bei so flachen Seen ganz großer Mist. Und wir haben jetzt einen ziemlich hohen Luftdruck mit 1025 Hektopascal, Tendenz steigend, soll also noch steigen im Laufe des Tages und morgen. Habe ich nie so gute Erfahrungen mitgemacht bei so flachen Seen. Aber egal, wenn ich 2 Tage Zeit habe, angeln zu gehen, dann hält mich zu Hause nichts mehr. Nützt auch nicht, zu Hause rumzusitzen und rumzuheulen. Die Bedingungen sind blöd und scheiße. Ja, ich werde wahrscheinlich nichts fangen. Dann, zu Hause fängt man auf keinen Fall was. Deswegen muss man ans Wasser und es probieren. Manchmal läuft es dann doch besser, als man denkt. Und das hoffe ich jetzt auch. Ja, Taktik ist genauso wie beim letzten Mal. Eine Route habe ich jetzt geworfen. Hab da ein paar Beutis rumgestickt, so 15 Beutis ungefähr. Fisch dann einen weißen Werfter drauf, einen White Mighty Werfter. Und die linke Route, die habe ich jetzt mit dem Butterboot rausgefahren, weil ich da die Unterwasserkamera drauf habe. Und das ist großer Mist, wenn man die wirft. Vor allen Dingen schafft man damit keine 80, 90 Meter zu werfen. Und wenn man das schafft, dann ist die Montage verheddert und die Montage liegt nicht richtig, als großer Mist. Deswegen habe ich das Futterboot heute mal mit, um die Montage rauszufahren mit der Unterwasserkamera. Das habe ich jetzt gemacht. Vielleicht, wenn die Aufnahmen was geworden sind, ich weiß nicht, was wegen der Wassertrübung hier, ob man da besonders viel sehen kann. Wenn die was geworden sind, dann mache ich gleich nochmal die zweite Unterwasserkamera drauf. Das heißt also, wenn der Akku leer ist, mache ich dann eine neue drauf und fahre die wieder an die Stelle. Und dann schauen wir mal. Also, ich bin mal gespannt. Ja, ich werde mich mal auf die Liege hauen jetzt und versuche mal so ein bisschen die Augen zuzumachen. Vielleicht sieht man sie schneller wieder, als man denkt. Und das vor der Matte. Man weiß es nicht. Ansonsten sehen wir uns bestimmt im Laufe des Tages gleich mal wieder, wenn ich mal so berichte, was hier so gelaufen ist, beziehungsweise ob die Unterwasseraufnahmen dann was geworden sind oder nicht. Aber ja, ich denke mal, ihr werdet die jetzt sehen, weil ich jetzt keinen Bock mehr habe zu filmen, um welche Naturaufnahmen zu machen. Wenn die Unterwasseraufnahmen was geworden sind, dann seht ihr die jetzt im Anschluss, wenn ich mich jetzt aufs Ohr haue. Thank you.
So Leute, die Unterwasserkamera habe ich jetzt rausgeholt. Habt ihr gesehen, es war die Hölle los auf diesem Platz. Leider konnte man keinen großen Fische erkennen, weil die kleinen Fische, die dort auf dem Platz waren, das waren ja teilweise so kleine Karpfen, so kleine Schuppenkarpfen und Rotaugen, die haben so rumgewühlt vor der Kamera, dass man da fast gar nichts mehr erkennen konnte. Die waren ja fast wie Piranhas. Das ist so eine Masse an kleinen Fisch. Ich habe jetzt in 4 Stunden Aufnahmen fast nur Schlammwolken drauf, weil die Fische dort so gewühlt haben. Und man muss bedenken, ich habe nur Boilies gefüttert. Da waren ein paar halbe Boilies dabei, aber ein paar ganze, die in der Futterluke lagen, die habe ich damit abgelassen, direkt bei der Kamera. Und darüber haben die Fische sich hergemacht. Natürlich schaffen die kleinen Fische nicht, die Boilies zu fressen, aber die haben die ganze Zeit versucht, da irgendwelche Stücke rauszubekommen. Ja, anscheinend finden die Boilies ziemlich attraktiv. Weil, ja, sowas habe ich noch nicht gesehen. Solange ich diese Unterwasseraufnahmen mache, habe ich so ein Gewusel vor der Kamera, 4 Stunden lang, solange die Akkulaufzeit war, noch nie gesehen. Aber was mich freut, die kleinen Karpfen, die man dort sehen konnte, so kleine Schuppenkarpfen, waren das teilweise einen Zeiler, habe ich gesehen, einen kleinen Spiegler. Ich habe jetzt mal die Aufnahmen nur überflogen auf dem Tablet. Das sind alles Nachkommen, eigene Nachkommen und keine besetzten. Das freut mich sehr, dass mal so eine Brut durchkommt in einem Jahrgang. Ja, wenn die jetzt alle durchkommen, wird es ein paar Jahren lustig hier. Ja, freut mich eigentlich, auch wenn jetzt nichts gelaufen ist, dass ich keinen Biss hatte. Auf beiden Routen nicht, aber das war abzuwarten bei dem Wetter, aber die kleinen Fische sind sehr aktiv und das wundert mich eigentlich. Also wie gesagt, einen großen konnte ich jetzt nicht sehen, weil da alles aufgewühlt war. Ich habe 4 Stunden fast nur Schlammwolke vor der Kamera gehabt und man konnte jetzt nicht sehen, auf dem Hintergrund irgendwo ein größerer Fisch am Fressen war auf dem Platz. Naja, ich habe jetzt auf jeden Fall die zweite Kamera drauf mit dem vollen Akku, die habe ich jetzt nochmal dahingelegt, also nochmal ein bisschen weiter rechts von der Stelle. Und habe da jetzt noch mal ein paar Boilies drumherum gesteckt. Ein paar Boilies natürlich mit der Futterluke abgelassen, also mit dem Futterbowl abgelassen. Ja, wenn da so viel los ist, kann man eigentlich nicht so viel füttern, weil das Futter wird auf jeden Fall im Laufe des Tages weggefressen von den kleinen Fischen, wenn die Boilies dann irgendwann weich werden. Ist Wahnsinn. Also ich hoffe mal, dass da irgendwann mal ein paar größere Fische vorbeikommen, aber wenn da so viel Gewusel auf der Stelle ist, halten die sich meistens erstmal so ein bisschen fern. Aber ich denke mal, dass vielleicht in den Abendstunden bzw. in der Nacht oder in den Morgenstunden vielleicht sich auch größere Fische einfinden, die vielleicht doch fressen. Aber ihr könnt ja mal sehen, dass die Wetterbedingungen, Luftdruck und so weiter eine große Rolle spielen beim Erfolg. Beim letzten Mal hatte ich um die Zeit schon mindestens ja, 3 oder 4 Fische locker. Und jetzt hatte ich noch gar nichts getan, obwohl auf dem Platz ziemlich viel los ist in Sachen kleinen Fischen. Also so kann es manchmal gehen und so kleine Seen, wie ich eben schon sagte, sind sehr wetterfühlig und den großen Fischen haut das so ein bisschen auf den Appetit. Nun Leute, ich genieße jetzt nochmal den Tag ein bisschen, werde ein bisschen das Wasser beobachten und hoffen, dass es jetzt bis zur Dämmerung mal abläuft. Ansonsten sehen wir uns gleich zur Dämmerung zum Resümee des Tages wieder.
So Leute, es dämmert. Wie ich schon heute Morgen vorher gesagt habe, wird nicht viel gehen bei diesem Wetterumschwung und bei diesem Hochdruckwetter. Ja, es bleibt natürlich die Hoffnung, dass heute Nacht was geht, beziehungsweise morgen früh. Aber ihr könnt jetzt mal daran sehen, wenn man nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, beziehungsweise wenn die Wetterbedingungen nicht stimmen, der Luftdruck nicht stimmt, dann ist die Session komplett, verläuft die komplett anders, als man das eigentlich denkt. Und zwar letztes Mal konnte ich hier 10 Fische fangen. Und wer dann denkt, das ist da immer so, der hat bestimmt einen See, der ist komplett voll besetzt mit Karpfen. Deswegen hat er so gefangen. Ja, dann seht ihr jetzt zum Beispiel, gleiche Taktik, gleicher See, gleiche Spots und tote Hose. Also so kann es manchmal gehen, das ist Angeln, das macht das Ganze interessant, finde ich. Also wenn jetzt jedes Mal 10, 12 Fische ablaufen würden, wäre das für mich irgendwie, ja, langweilig irgendwann und da wäre der Reiz weg an der ganzen Geschichte. Und so muss man sich immer wieder ein bisschen Gedanken machen, was kannst du ändern, dass du vielleicht doch noch zum Erfolg kommst. Ja, und das mache ich jetzt erstmal. Die Unterwasserkamera läuft jetzt ungefähr noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Wenn es jetzt fast dunkel ist, dann werde ich die rausholen. Dann werde ich eine normale Montage drauf machen mit einem IQ D-Rig wieder, Mono Stiff Rig, ein Werfer drauf. Und werde die wieder an die gleiche Stelle positionieren, weil da liegt wahrscheinlich noch ein bisschen Futter, weil die kleinen Fische das nicht schaffen, das Futter da wegzufressen. Die Boys bleiben halt liegen. Und dann bin ich mal gespannt, ob sich jetzt in der Nacht bzw. in dem Morgengrauen da etwas größere Fische einfinden und ich vielleicht noch einfangen kann. Also schauen wir mal. Ja, dann würde ich mal hoffnungsvoll sagen, sehen wir uns vor der Matte. Ich denke mal heute Nacht oder morgen früh. Und ansonsten sehen wir uns morgen früh auf jeden Fall zum Resümee der Nacht. Hallo zusammen. Ja, wir haben jetzt 3 Uhr nachts. Ja, jetzt hatte ich mal einen kleinen Fallbiss. Die erste Aktion. Ja. Und was hat er gebissen? Moment. Eine Brasse. Ja, wenn nichts geht, die gehen irgendwie immer. Aber wenn die anfangen zu fressen auf den Plätzen, ja, dann hat man auch die Chance, dass irgendwann mal die Karpfen wieder fressen. Und normalerweise haut dieser Wetterwechsel auch so ein bisschen auf den Appetit. Und wenn die Jungs anfangen zu fressen, habe ich nochmal die Erfahrung gemacht, dann finden sich auch irgendwann die Karpfen auf den Futterplätzen ein. Das heißt, erstmal wieder Rute rein, bisschen was nachfüttern und dann hoffen, dass jetzt irgendwann im Laufe des Morgens bis 12 Uhr bleibe ich wie immer, 12, 1 Uhr, dass bis dahin noch einer abgeht. Schauen wir mal. Also lasst euch überraschen, ich bin auch gespannt. Leute, wir haben mittlerweile schon 12 Uhr. Ich habe euch das Resümee der Nacht erspart, weil nicht viel gelaufen ist, außer die Brasse. Und jetzt lief gerade die Route ab, wo ich schon nicht mehr dran gedacht habe oder geglaubt habe, dass es überhaupt noch funktioniert. Ja, ich will doch gar nicht so lange quatschen. Schaut mal her. Ein wunderschöner, flacher Schuppi von 30 Pfund. Also bin ich doch noch belohnt worden. Also am Ball bleiben heißt die Devise. Dann wird man auch belohnt. Ja. Der hat auf dem Almighty Werfter gebissen und ich denke mal jetzt, wo das Wetter einigermaßen sich stabilisiert hat und der Wind nicht wieder andauernd drehte wie gestern, da werden auch wieder ein paar Fänge möglich sein. Leider muss ich jetzt nach Hause. Die Route geht jetzt zwar noch mal rein, solange ich einpacke, aber ich denke mal, dass ich so eine Dreiviertelstunde spätestens alles eingepackt habe und dann bin ich auf dem Weg nach Hause. Aber schade, aber jetzt ist das Wetter stabil, jetzt würde es funktionieren.
Aber mehr später dazu beim Schlusswort. Also, Rute geht jetzt wieder raus und dann schauen wir mal, vielleicht geht da noch ein Einpackfisch, bis ich alles zusammengepackt habe. Mal sehen. So Leute, ich habe alles eingepackt. Wie immer sind noch die Routen draußen, meine Abpackmatte und mein Kescher. Ja, da habe ich ja echt nochmal zum Ende hin Glück gehabt mit diesem schönen Schuppi von 30 Pfund. Also ich habe echt gedacht, ich verblenkt nach Hause, nachdem der ganze Tag so zäh lief, beziehungsweise fast gar nichts. Die kleinen Fische waren aktiv, habt ihr gesehen, auf den Unterwasseraufnahmen, oder in den Unterwasseraufnahmen besser gesagt. Ja, aber die großen Fische haben sich komplett ferngehalten. Normalerweise ist das immer besser, wenn der Wind in die Ecke drückt hier. Aber gestern hatten wir so Windverhältnisse, die waren eigentlich echt für den Arsch, weil der Wind sich andauernd gedreht hat. Also morgens war der Wind auf Nord, Nordwest, im Laufe des Tages dann auf West, dann irgendwann auf Südwest, dann irgendwann auf Südost, dann war es irgendwann windstill, ganz großer Mist. Ja, wie ihr gesehen habt, die Nacht war auch komplett ruhig bis auf die eine Brasse und die hat mir eigentlich so ein bisschen Hoffnung gemacht. Und morgen werden sich wohl, wo das Wetter so ein bisschen stabil geblieben ist, der Wind ist stabil geblieben, der kam seit heute Nacht, ich denke mal so um 12 Uhr kam er aus Südost bzw. Süd und das Ganze hat mir in die Karten gespielt. Das Ganze war dann konstant, es war ein bisschen bewölkt auf einmal, nicht so wie gestern, so krass sonnig. Ja, und dann fängt es an zu laufen. Normalerweise müsste ich jetzt die Nacht machen, aber leider habe ich keine Zeit. Naja, egal. Auf jeden Fall, es hat ein Happy End gegeben. Ich fahre jetzt zufrieden nach Hause. Das ist halt, es kann halt nicht so immer laufen wie beim letzten Mal und das ist auch gut so. Und ich finde, gerade wenn es nicht immer so gut läuft, man hat ab und zu mal so Sternstunden, dann macht das den Reiz aus. Das macht das Ganze interessant. Wenn man immer gut fangen würde, wäre das kein Reiz mehr und ja, keine Herausforderung mehr für mich. Also deswegen hätte ich da keine Lust drauf. Das ist genauso, also für mich war es damals so, ich kann das vergleichen mit Rotaugenstippen. Wenn man 20, 30 Rotaugen jedes Mal hintereinander fängt oder mit der Fiederroute oder jetzt zum Beispiel beim Forellenangeln 30 Forellen jedes Mal fängt, dann ist das auch uninteressant. Irgendwann ist es langweilig und an dieser Angelei habe ich auch schnell das Interesse verloren. Deswegen bin ich damals, wo es ungefähr 30 Jahre zum Karpfenangeln übergegangen, weil die Karpfen immer so ein bisschen launig sind und nicht so einfach zu fangen sind. Das war für mich der Anreiz, Karpfenangler zu werden. Ja, viel zu viel erzählt wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Den blende ich euch ein in Form meines Logos. Einfach draufklicken, habt ihr mich abonniert, kostet gar nichts. Und dann möchte ich nochmal bedanken natürlich bei allen Leuten, die meinen Channel hin und wieder mal mit einem kleinen Betrag unterstützen. Vielen, vielen Dank, für euch ziehe ich den Hut und ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen wie geht raus ans Wasser, haut was auf die Matte und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.